Kann man Big Farm Story zusammenspielen über PC und Switch? Über Switch auf keinen Fall, weil die Switch-Variante ist aktuell noch ohne Multiplayer. Und auch die PC-Variante, das ist auch nicht wirkliches Zusammenspielen. Das ist lediglich so, dass man eben die Farm besuchen kann des anderen und da ein bisschen helfen kann. Du kannst da so Freundschaftshumus verteilen und dann wachsen die Sachen ein bisschen besser, beziehungsweise du hast besseren Output aus den Sachen. Also einen richtigen Multiplayer gibt es da nicht wirklich. Aber trotzdem finde ich, Big Farm Story macht super mega viel Spaß und vor allen Dingen ist es sehr erschwinglich. Es ist ein sehr, sehr günstiges Farming-Spiel, das echt extrem viel Spaß macht. Hey, Farm war doch auch günstig. 60 Euro, genau. Am PC. Ja gut, am PC 40, genau. Da geht's noch. So, der Tipp, lege den Schalter frei, um die Tür zu entriegeln. Kriegt 20, okay, das wissen wir schon. Sonst mache ich immer die Tipps zu schnell weg, weißt du? Ah, okay, der Schalter ist auch immer nicht da. Ich überlege die Switch und meinen Freund über den PC. Ja, eben, kannst du... Oh, ich kann wieder nicht machen. Oh mein Gott. Warte mal. Was konsumiere ich denn jetzt noch? Jetzt war so, ich wieder bitte keine Drogen. Mal schnell einen durchziehen. Ist jetzt schon Marihuana erlaubt hier? Weiß ich nicht. Ich glaube nur verschreibungspflichtig. Ja, das war ja schon immer so, ne? Ja, hier gibt's gar keinen Schalter. Scam. Oh mein Gott, sind wir... Achso, mein Rucksack ist ja voll. Ey, ist das echt so, ne? Wir haben schon alles aufgemacht hier. Waren wir schon da über den Fluss? Kann man über den Fluss drüber? Poffi! Ja, was heißt denn ich? Bin ich nie... Hab ich nie ja, gemacht? Ja, das hat sie doch letztes Mal schon erzählt. Da ist was? Der Schalter! Er ist sogar freigelegt! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich habe das noch nie gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich das mache. Ach Mensch. Oh mein Gott, ich habe nicht aufgepasst. Ja, im Normalfall, ja gut, aber im Normalfall kann man nicht schwimmen. Das ist richtig. Ja, in Farming-Spielen, ne, Stardew Valley, das kannst du auch nicht. Ich bin's halt nicht gewohnt. Oh, ich kann nicht looten. Jana, nimm du das mal bitte. Oh, ich habe einen Schalter gefunden. Wir können direkt weiter. Tschüss, Leute. Ja, siehst du, war ich auch mal so wie ihr. Bin einfach weggelaufen. Einfach im Stich gelassen. Ja, so kennen wir ihn. So kennen wir ihn. Ja, ja. Lass euch immer. Oh mein Gott, Toffi. Was? Morgen ist der 8. Was, morgen ist was? Der 18. Und das heißt? Ich habe einjähriges. Oh mein Gott. Ryan wird ein Jahr alt. Oh, wir haben die Schalter gefunden. Ja, ich werde ein Jahr alt als Mod. Ich dachte generell. Toffi, habt ihr gerade bei Phoenix Labs eine Freundschaftsanfrage geschickt? Kannst du die dann mal annehmen? Ja, ja, selbstverständlich. Warte mal, ich bin gerade hier. Ich schau mal kurz. Bei Einladungen. Nee, bei Freunde war das, ne? Genau. Und dann ZL. Oh, Alter, wie viele da sind. Hups. Sag doch was, Leute. Ach, einladen. Ah, guck mal, hier, ich kann sogar einladen. Ich wollte aber eigentlich eine Freundesanfrage annehmen hier. Jetzt willst du alle einladen und wer zuerst kommt, mal zuerst, oder was? Annehmen. Nee, ich habe jetzt gerade aus Versehen auf Einladen gedrückt. Eigentlich wollte ich annehmen. So. Hä? Hä? Wo ist der Gegner hin? So. Moment, ach so, ich dachte, du hättest mit dem besiegt. Es ist ein bisschen nervig, dass du ständig auf alles nochmal draufdrücken musst hier. Aber du kriegst normalerweise auch nicht so viele Anfragen. Aber trotzdem nervt es ein bisschen. So. Annehmen. So. Freunde. Wir machen hier die ganze Arbeit alleine. Ich wollte ja, ich sagen. Muss doch auch Freunde annehmen. Ihr habt doch sonst nichts im Leben. Ich hab zwar einen Sohn, aber der nervt. Oha! Was hab ich gesagt? Hat er nicht gesagt. Nein, nur manchmal nervt. Oh, die Tür ist offen. Ey, wir sind fast da, nur noch zwei. Aua! Oh, Alter, das Ding hat mich voll geschlagen. Für den Spruch gerade eben wahrscheinlich, ne? So. Genau, die Kuchen. Ich mach den Schalter. Ah, super, ja, super. Achso, ich wollte gerade auch hauen. Wir sind bei 25, ja! Jetzt kommt ein Endgegner noch.
Guck mal hier, verwenden. Jetzt können wir wieder zurück rein, theoretisch. Die 25 bleibt jetzt safe gespeichert, ne? Was ist das? Ja. Begib dich in die Tiefen der letzten Ebene der Mine. Ach, du laufen. Oh Gott, Hilfe! Hä? Was macht Toppi denn? Was macht Toppi denn da? Oh Gott, hab ich gerade voll erschrocken, ey. Neppi, ach wie süß. Hallihallo, du machst mich froh. Du hast eine Aufgabe für mich, Neppi. Macht er gerade vielleicht ein Nickerchen? Hast verstanden? Den Nepp, weißt du? Wer ist da? Bist du zum Spielen hier? Oh, wie schön, das gefällt mir. Denn die Gezeiten und die See sind mein. Ich bin Neppi, ein Wassergeist, klein und fein. Ach nein, keine Sorge, ich spreche nicht immer in Vers und Reim. Ich habe nur geprobt, denn ich bin hier fast immer allein. Okay, das war das letzte versprochen. Natürlich weiß ich über die Strudel Bescheid. Ich bin derjenige, der sie verursacht. Ja, sind sie nicht lustig? All das Geplätscher ist einfach putzig. Sie sind gefährlich und halten die Menschen davon ab, nach Azoria zu reisen. Oh nein, das wollte ich nicht. Naja, ich kann sie aufhalten, aber das wird mich eine Menge Energie kosten. Dazu muss ich die größte Mahlzeit aller Zeiten essen. Kannst du die Zutaten für mich besorgen? Ja, kann es sein, dass er euch gerade frisst? Wir veranstalten ein Festmahl. Es ist ewig her, dass ich mit jemandem zusammen gegessen habe. Oh Gott. Fisch zum Brunnen von Neppi? Gedünsteter Fisch? Sardine? Gewürfelte Wurzeln? Sanddollar? Und Koralle? Wir müssen nach Hause. Wir sind Kinder. Wir fangen gleich hier um. Oh, oh, oh. Ja, stimmt. Wir fallen hier um. Das macht jetzt eh nichts mehr. Neppi, es war schön mit dir. Genau, und dann müssen wir das hier reinschmeißen. Neppi und Schleppi, was? Neppi und Schleppi? Ach so, wegen Nepp und Schlepp, jetzt Animal Crossing. Oh Gott, ich habe eine lange Leitung. So, wir warten einfach nur aufs Umfallen, oder? Ja. Achtung und... Wir haben Post. Wir haben einen Brief gekriegt. Und ich zusätzlich noch 465 Dollar... Unser Haus ist einfach so voll gemüllt aus. So ein Messi. Super hässlich. So, ich kümmere mich mal um die Tiere. Macht ja sonst keiner, ne? Ah, ja. Ja, ich sag's nur, weißt du. Den beiden muss man das immer sagen, weil sonst vergessen die Tiere, ne? Na klar. Mit Absicht. Mit Absicht. Aber mein Rucksack ist voll, stimmt ja. Ich glaube, dein Rucksack ist voll. Kann es sein, dass mein Rucksack voll ist? Eine Vermutung. So, ich muss meinen Bruder noch bürsten. Oh Gott. Sag auch nein, bitte nicht. Er wedelt mit dem Schwänzchen, also von dem her scheint es ihm zu gefallen. Jana. Schwierig. Wollen wir los? Verwandlungsdünger. Ich habe einen coolen Tipp gekriegt. Nicht, dass ihr denkt, ich sag generell einfach gerne Verwandlungsdünger. Ui, jetzt haben wir aber ganz schön viel da drin, du. Im Lager, meine ich. Ja, was ist das? So, jetzt ist die Frage. Wir brauchen Sanddollar. Davon haben wir schon 22. Warte mal, ich muss mal kurz... warte mal, wie viel war das? Plus 3 weitere Ziele. Wie viel... Oh Gott, muss ich jetzt extra immer in die Dings gucken? In die Liste? So, wie viel... 10 Sanddollar brauchen wir. Okay, nehme ich die schon wieder. Die haben wir nämlich schon. 10. So. Dann brauchen wir Koralle. 10 Stück. Koralle, ist das nicht auch noch so ein Waschmittel? Aber schon Werbung machen. Koralle, 10 Stück. Also wir haben ja schon fast alles, Leute. Sardinen. Oh, ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen angeln, Leute. Musst du nicht auch irgendwas gehackt werden hier? Genau, gehackt muss auch was werden. Warte, ich gucke nochmal kurz nach, was gehackt werden muss. Und zwar gewürfelte Wurzeln. Wie viele? Ich habe nur 2. Gewürfelte Wurzeln, 20. Ja. Da brauchen wir tatsächlich viele. Und wir brauchen auf jeden Fall noch Sardine und gedünsteten Fisch. Das heißt, wir müssen angeln gehen. Angel. Mit Gerangel.
Wo gehen wir denn angeln? Ist eigentlich egal, wo man angeln geht, oder? Achso, bestimmt, ist jetzt die Frage. Können wir den gewissen Fisch nur an gewissen Orten bekommen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube ja, weil ich glaube, ich hatte letztes Mal einen anderen im Fluss als am Meer geangelt. Na gut, das kann aber auch Zufall gewesen sein. Das, ne? Kann natürlich auch Zufall sein, ja. Boah, ich muss schon wieder looten. Das ist so schlimm, Leute. Du kannst nicht einfach mal irgendwo angeln gehen, weil du schon wieder mit Looten beschäftigt bist auf dem Weg dahin. Tut meinem Monk jetzt sehr weh. Aber da muss ich jetzt leider durch. Okay, hier liegt wieder... Alter, hier liegt viel Zeug rum. Ja, dann gehe ich einfach so angeln. Ich gehe mal angeln, okay? Wackelköder! 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 Oh. Boah, das ist aber echt manchmal schwierig, ne? Die ziehen dann auch echt sofort rum. Am besten... Button-Smashing machen, wenn die ziehen. Dann geht's, glaube ich, am besten. So. Und Leute, sonst so, der Chat ist heute so ruhig. Gibt's heute nichts zu diskutieren mit uns. Jetzt habt ihr die einmalige Chance, mit Toffi, Jana und Ryan zu diskutieren. Für den gedünsteten Fisch, den Fisch kannst du bei Ellie kaufen. Franzi, danke schön für den Hinweis. Aber wir können den ja auch fangen. Hm. Sag das jetzt mal nichts, ne? Wegen Spoiler. Franzi? Ja, das war kein Spoiler, das war Backseat Game, tatsächlich. Achso, Backseat, ja gut. Dafür haben wir den angepinnten Kommentar. Nächstes Mal kannst du uns ja auch fragen, wollt ihr einen Tipp, wie ihr an gedünsteten Fisch kommt? Das kannst du ja auch fragen. So, ihr angelt hier schon so fleißig, das heißt, ich kriege hier gar keine Möglichkeit mehr auch zu angeln. Ah, da ist eine Anleitung, ist auch schön. Eine lustige Fischvase, ach. Jupp. Was ist in einer Vase lustig? Weil sie aussieht wie ein Fisch wahrscheinlich. Komm her, Fisch. Hierher, Fischi, Fischi. Hierher, Fischi, Fischi, Fischi. Das hat doch Ernie immer gesagt, oder? Hat er das? So viele habe ich nicht Sesamstraße geguckt. Doch, das war so meine Kindheit. Warte mal, hierher, Fischlein, Fischlein, Fischlein. Ich habe immer nur diese Diskussion mit Bert mitgekriegt. Der hat sich immer nur mit Bert gekabbelt. Und dann gab es bei RTL Samstag nach diese perverse Version. Bernie und Erd. Ja, Bernie und Erd. Und das hat meine Kindheit dann endgültig zerstört. Hier gibt es aber echt kaum Fische im Meer, ne? Ich sehe hier gar keine mehr. Ach, hier ist noch einer. Ich sehe hier gar keine mehr. War das nicht wirklich? Hier sind doch ganz viele. Ja, gerade eben war keiner da. Gehst du an anderen Stellen angeln als ich? Ich bin nur einen weitergegangen da. Rechts von dem... Wer ist der Captain da? Captain Tollpatsch. Der ist von Paw Patrol, deswegen weiß ich das. Ja, da kenne ich mich nicht aus. Warum nicht? Guckst du sie privat? Nein. Der Rubble, einer der Hunde, hat nämlich seine eigene Serie jetzt gekriegt. Ist schön, dass du das weißt. Ja, weil mein Sohn das weiß. Du bist der größte Fan, oder? Ja, 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 klar. Jetzt schiebt das wieder auf den Sohn. Ja, natürlich. Vielleicht hat Toffi ja gar keinen Sohn. Ja, ist wirklich so. Ich bin eigentlich mein alter Ego, in Anführungszeichen alter Ego, weil es halt eigentlich eher ein Kind ist, ne? Richtig. Ach, hier sind Fische. Siehst du, jetzt habe ich auch einen Punkt gefunden. Der ganze Lärm im Hintergrund ist immer deine Katze. Ja, das inszeniere ich immer, weißt du, damit ihr alle denkt, ich habe ein Kind. Inszeniere ich immer die ganzen Geräusche und so. Lachs. Am Ende sind es irgendwie so selbstgebaute Fallen wie bei Kevin allein zu Hause. Ach, nur für Lärm halt. Kann ich nochmal das andere Zeug hier legen, wenn ich schon da bin. Gibt auch EP. Aber Sardine haben wir jetzt noch nicht gefunden, oder? Nee, ich habe nur Lachs bisher. Sabine, die Sardine. Habe ich dich fast abgelenkt vom Fischen, ne? Ja. Das war so Teil durcheinander. Hm. Und wie war der Urlaub, Anna?
War schön, ja. Das ist doch schön. Ich kann euch eine deutsche Bahngeschichte erzählen, wenn ihr wollt. Oh Gott. Ist es eine schöne Geschichte oder eine negative? Negativ. Also so vom Fahren her hat alles geklappt. Nur auf der Hinfahrt hatte mein Mann zwei Kaffee geholt und die standen dann auf dem Tisch und dann kam da irgendwie eine Mitarbeiterin von der Bahn und weil der Zug eine Kurve gefahren ist, ist sie gegen den Becher von meinem Mann gekommen und der Kaffee ist ausgekippt. Oh nein. Auf meinem Bein. Oh nein. Der noch heiß war und ich sag noch so, das tut weh und es ist heiß und sowas und sie guckt nur blöd, sagt, oh Entschuldigung und geht weg. Hat uns nicht mal Papiertücher gebracht, gar nichts. Oh, okay, das ist natürlich auch, also... Und ich dachte mir so, ja, und dann ging sie nochmal vorbei. Ja, nichts und auch, weiß nicht, ne, kann alles passieren, aber nicht mal so drum gekümmert oder so. Ja, dann musste ich aus meinem Koffer erstmal eine andere Hose holen, weil die muss ich nicht mehr anziehen. Ja. Erstmal die nackte Jana im Zug. Ja. Ja. Und wir haben kein Toiletten bekommen. Toll. Nee. Wolltet ihr die von der Hose oder von mir? Hä? Ist das eine Frage? Hä? Also die Frage ist jetzt wirklich... Ich habe übrigens gerade versucht, diese ganz kleinen Fische zu angeln. Die gehen tatsächlich nicht. Ich habe es gerade versucht. Die klappen nicht. Und wackel, wackel, wackel. Aber wir kriegen keine Sardine. Die kriegt man bestimmt gar nicht im Meer. Wir müssen wahrscheinlich irgendeinen See gehen oder sowas. In den Minen kann man nicht angeln, ne? Das haben wir, glaube ich, schon... Hätten wir gesehen, oder? Wenn da Fische wären. Jaron, hallo! Ich glaube, ich habe da noch keinen gesehen. Nur Lachse. Leute, ich habe kein Glück mit Fischen. Ich glaube, wir können das vergessen. Die Quest ist nicht machbar. Die ist verbuggt. Okay, wir hören auf. Das Spiel ist nicht mehr spielbar. Tschüss, schöner Stream, tschüss. Oh, Fisch sagt, Sardinen sind selten. Ah, siehste, okay. Das ist zumindest ein guter Hinweis, weil dann wissen wir, dass wir aber auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind. Dass wir nichts falsch gemacht haben. Das zähle ich jetzt so nicht unter Backseat Gaming oder Spoiler. Das ist eigentlich nur ein schöner Hinweis, dass man halt eben trotzdem alles richtig gemacht hat. Bei Lindria, hallo. Wollt ihr einen Tipp wegen der Sabine? Ja, ich weiß nicht. Ryan, Jana, ihr wisst auch nichts zur Sabine der Sardine, ne? Nein. Okay, wenn du möchtest, Toni, kannst du uns einen Hinweis geben, solange es kein richtiger Spoiler ist. Ich hätte gesagt, wir können es ja auch nochmal am nächsten Tag probieren, aber okay. Ach so, ja, wenn es jetzt zum Beispiel geheißen hat, so nach dem Motto, ja, im Meer könnt ihr sie zum Beispiel gar nicht bekommen, dann ist das ja schon mal ein Hinweis, so nach dem Motto, ja, wir gehen einfach mal woanders hin. Also ich weiß, dass Jana schon mal eine hatte, ich glaube, am ersten Tag, als wir gespielt haben, bei Eddie, bei dem Fischer-Typ da, dieser Leuchtende. Ach, das war, aber stimmt. Der war ja mega schwierig zu bekommen, ne? Stimmt, hast du recht, ja. Ja, der hat gedauert, bis ich den hatte. Aber ich hatte ihn. Hallo. Ryan und Jana, seid ihr auch besonders gegrüßt mit euren Stimmchen. Oh, bei Lyndria ist so nett. Wie lieb von dir. So. Das hatte Daniel Kübelböck immer früher gesagt. Den kennt keiner mehr, ne? Doch, ich. Also die erste Staffel DSDS war voll mein Ding. Ey, die war legendär, die hat jeder geguckt. Die hat damals wirklich jeder geguckt, Leute. Das ist unabhängig davon, ob man DSDS mochte oder nicht. Die erste Staffel hat damals jeder mitgekriegt. Das war ja irgendwie neu, ne? Die Frage ist, ist geschmorter Fisch dasselbe wie gedünsteter Fisch? Nee, sonst würde es ja nicht, sonst würde ja gedünsteter dastehen, oder? Wahrscheinlich. Aber steht immer nur geschmorter da, ne? Ja, vielleicht ist das, haben egal, wir das Rezept einfach noch nicht. Also selbst bei Sardine, ich hatte die ja schon mal, steht geschmorter Fisch. Bei dem Feuer. Oder muss man dafür noch eine andere Station haben, so kochen oder so? Ist da noch einer? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Es gibt einen Herd gibt es noch, ja. Okay, also Vroni sagt auch, also quasi das, was wir schon wussten, ich würde mal am Meer nach ungewöhnlichen Fischen Ausschau halten. Okay, Vroni, also hast uns nicht gespoilert, alles gut. Dann sind das einfach nur spezielle Fische, okay. Dann passt es. So, warte, brauchen wir noch Samen? Ich wäre jetzt gerade hier am Laden. Sollen wir noch welche holen? Felder sind voll. Ach, die sind schon voll. Okay, ja dann. Ja, ich habe vorhin welche geholt. Dann ist ja gut. Geschmort ist Kochstelle, gedünstet wird anders hergestellt. Ah, das heißt, wir wissen noch gar nicht, wie man Gedünstete macht. Doch, doch. Ryan weiß das schon. Es ist schon offensichtlich, wenn man sich die Station anguckt. Hm. Ja. Wie, hä? Nee, drück Station. Mal, was du noch bauen kannst. Ja, ach so, wenn man auf die Baumöglichkeiten guckt. Ach so, ja. Warte mal. Was hätten wir denn noch? Fertigung hier, Siegestation, Kochfeuer, Getränkestation, Bauholzstation, Basteltisch, Webstuhl, Pflanztisch, Herdstelle. Mhm. Ja, da kann man etwas herdstellen. Wir haben aber kein Buchenholz und kein Steinziegel und kein Lehmziegel, ne? Okay, das heißt, wir brauchen Buchenholz. Das kriegen wir wahrscheinlich irgendwo weiter oben, ne? In einem anderen Gebiet, oder? Ich glaube, Ryan stellt es gerade schon her. Ja. Ach, du stellst gerade schon Buchenholz her? Ja, alles, was wir dafür brauchen. Ach so, ja dann kann ich ja weiter looten. Bin im Sommer 26. Wir sind immer noch im Frühling. Aber wir haben auch nicht so viel gespielt, ne? Heute erst der dritte Stream. Schon krass, ne? Das wäre erst das dritte Mal hier streamen. Mit, wir sind halt busy, ne? Mit diesem tollen, fantastischen Spiel. Es macht echt Spaß, wirklich. Buddel, 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 buddel. Und eine Buddel voll rum. Jetzt hat keiner mehr was zu sagen. Nee. Ich war heute tatsächlich wegen der Gamescom auch sehr, sehr versucht, wieder ganz viel zu kaufen, Leute. Ich habe mich aber zusammengerissen. Ich habe nicht so viel gekauft. Aber ich habe tatsächlich wieder einige leckere Sachen gefunden, die ich testen kann mit euch. Japanische Sachen. Essenssachen. Ich dachte, du wolltest nichts mehr Süßes essen. Ja, dafür habe ich aber heute auch echt nur sehr, sehr leicht gegessen. Damit für den Fall, dass ich wieder ein bisschen was naschen kann heute mit euch, dass das, ne, dass ich das dann auch darf, verstehst du? Mhm. Das Blütenfest! Oh mein Gott, das ist bald, das Blütenfest, Leute! Das Blütenfest steht kurz bevor, die Stadt wird in ein wahres Blumenmeer getaucht sein. Ich könnte allerdings etwas Hilfe gebrauchen. Würdest du mir einen Besuch abstatten, Bürgermeisterin Merit? Oh Gott, wann ist das Blüten? Wir müssen hier mal ganz, ganz schnell. Das ist ganz wichtig, Leute, dass wir das nicht verpassen. Kalender. Okay. Ah, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist erst am 28. Also wir haben noch 5 Ingame-Tage Zeit. Aber wir müssen auf jeden Fall mit Merit reden, Leute. Denkt dran, ihr beiden, ne? Denkt dran. Sie antworten mir nicht mehr. Sie haben keine Lust. Die denken jetzt auch nicht dran. Ich kann, wenn ihr wollt, noch genauer verraten, woran ihr die Sardinen erkennt. Wollt jetzt nicht auch gleich auf einmal spoilern? Nö, wenn es das ist, was wir wissen, hat Jana das ja schon mal gemacht. Das heißt, eigentlich wissen wir ja schon an diesem Glitzern, ne? Die glitzern, glaube ich, so ein bisschen. Oder, Jana? Das war doch so, ne? Das war ein Glitzerfisch, ja. Und ich glaube, der war auch so ein bisschen schmaler, wenn ich mich nicht irre. Ah, also ein Bulimiefisch. Oh. Ja. Hat doch wenig gesagt. Zockerin, hallo. Ich gehe mich mal um die Tiere kümmern, macht ja sonst keiner, ne? Ganz schwieriges Thema. Ja, das sollte man eigentlich gar nicht anfangen, das Thema, ne? Aber ich vertrete ja die Meinung, man darf sich über alles lustig machen. Ja, nee, nicht deswegen tatsächlich. Eher so private Sachen bei mir gerade. Deswegen ganz schwierig. Bürsten. Komm her, mein Bruder. Ich bürste dich. Da wären wir wieder beim Thema. Mama. Das ist ein besseres Thema, ne?